Hallo, heute gibt's Pilafreis. So, und jetzt zeige ich, wie es geht. Zutaten sind Hähnchen, ein ganzes, so 1,3 Kilo ungefähr, halbe Kilo Reis, dann Sellerie, Lauch, Zwiebeln und Karotten. Das ist für die Soße nachher zum Kochen. Den Paprika tun wir später mit Reis dazu. Und natürlich Knoblauch, nicht vergessen, etwas Rosmarin, etwas Oregano für die bosnische Küche. So wie ich sie mag, wie ich es koche. So, jetzt fangen wir mit dem Hähnchen mal ein bisschen an. Tun wir es von der Haut befreien, damit es nicht zu fettig wird. Dann das Hähnchen machen wir. Eine Hälfte. Dann den Schenkel weg. So, für den Messer wird die Haut leicht. Und es gleich wegziehen. Dann geht es weg. Ja, bei den Händen geht es leider. So sieht es ungefähr aus. Hart weg. Das Hähnchen ist gerupft, also das heißt befreit von der Haut. Jetzt machen wir eine kleine Hühnersuppe. Das Gemüse habe ich geschnitten, die Knoblauch, die Zwiebeln, die Karotten, den Lauch, die Sellerie, kommen wir rein. Das Fleisch dazu. Zusammen alles schön. Einmal aufkochen lassen und so. Nicht zu viel kochen, dann kommt der Reis dazu. Das Wasser nur salzen. Mehr habe ich nicht gemacht. Schenkel rein. Etwas Rosmarin. Etwas Oregano. So, das heißt mit Schen aufkochen. Etwa 20 Minuten. Deine Eier ausschalten, dann zeige ich euch später. Damit der Geschmack an Reis ein bisschen rankommt, tue ich den ein bisschen mit Knoblauch und etwas Rosmarin leicht anbraten auf Olivenöl. Ein bisschen Oregano wird zugetan, damit es schmeckt anders. Das Fleisch ist fast gar, die Hähnchen. Das Reis, den Reis habe ich ein bisschen angebraten. Und hier ist jetzt diese ganze Gemüsebombe, also Paprika, Tomate, Zucchini und Zwiebel. Schön würzen, Salz, etwas kräftiger, weil das zieht ein bisschen Wasser, Pfeffer und natürlich Vegeta. Etwas Vegeta dazu, freie Hand. Das Ganze mischen wir einmal. Jetzt muss den Reis drunter massieren. So. Und dann kommt Hähnchen oben drauf. Aber das kommen wir auch gleich dazu. Ne? Jetzt habe ich das Hähnchen mit dem Gemüse vermunden. Und man sieht, alles schön passiert. Jetzt holen die Brühe drauf. So lange drauf, bis das Ganze bedeckt ist mit dem Wasser. Riecht das aber gut. Also sozusagen Hähnchengarten im eigenen Saft. Okay. Etwas Wackele. Damit der Reis schön ist so. So ungefähr. Jetzt kommt Folie drauf, dann Backofen. 230 Grad etwa. 20 Minuten. Da sehen wir uns nach. Das ist das Ergebnis. Duftet sehr schön. Viel Spaß beim Nachkochen. Euer Adnan.